Hi, liebe Grüße aus Dernau vom Filmset. Wir drehen heute gemeinsam mit der Agentur Gedankenwerk einen Imagefilm für Canon Deutschland. Allerdings nicht für die Kameras, sondern für die professionellen Fotodrucker von Canon. Und da haben wir gedacht, weil wir so ein großes Team sind und weil wir heute so viel zu zeigen haben, nehmen wir euch da einfach mal mit in Form eines Making-ofs. Wir wünschen viel Spaß und jetzt geht's los. So, Dreh geht gleich los. Sascha, wie ist die Stimmung? Sehr gut, sehr gut. Wetter hält sich auch, das ist ganz gut, weil also heute Morgen hat es ein bisschen genieselt, aber es bleibt stabil, das ist ja, echt gut. Fast genau. Wir haben jetzt so ein bisschen aufgebaut, man sieht es auch im Hintergrund und ich habe meine Steadicam austariert, der Ronin wurde vorbereitet und ja, ich denke, wir sind guter Dinge. Kann losgehen. Ja, ihr wisst ja noch gar nicht, worum es eigentlich geht heute bei diesem Dreh, deshalb schnappe ich mir jetzt bei den André. Und der André ist Creative Director von dem ganzen Projekt hier, hat also das Skript so ein bisschen mitentwickelt und die ganze Story sich ausgedacht. Und deshalb wird er uns einmal erklären, was hier heute alles so passiert. Wir drehen heute für Canon, für den Canon IPF Pro 4000, ein kleines Image-Produktvideo. Hier in dieser schönen Klosterruine zusammen mit DJ Mr. Nice Guy und dem Fotografen David Weimann. Und ja, wir bringen hier so ein bisschen Farbe ins Spiel. Hallo, mein Name ist Christina Martin, ich bin Herrn Make-up Artist und bin heute dafür zuständig, dass Dennis eine wunderschöne Haut hat, dass die Haare sitzen und ich gucke einfach, dass in dem professionellen Fotolicht alles perfekt aussieht. Wir haben jetzt gerade hier die hammergeile Kulisse aufgebaut. Also hinter uns sehen wir unseren Fotohintergrund. Das ist eine Holzrahmenkonstruktion, beplankt mit den Ausdrucken von dem Drucker. Das Ganze abgefangen von ein paar Winkeln mit Gewichten drauf. Und da wir ja mit farbigem Rauch arbeiten, möchten wir natürlich, dass der Rauch dort rauskommt, wo wir ihn auch gerne haben möchten. Dafür haben wir eine Art Kamin hinter jede Öffnung gebaut, sodass wir dann quasi die Rauchbomben unten reinschieben können und der Rauch dann wirklich dahin gelangt, wo wir das auch gerne haben möchten. So, wir machen jetzt mal so einen Testlauf mit dem ganzen Setup hier mit den Rauchbomben und ich gucke mir das Ganze mal von oben an. Beruhigtes Bild zu kriegen, nutzen wir den Ronin 2 hier zusammen mit dem Easy Rig und der Serene Feder. Perfekte Kombination, um halt große Bouncings zu vermeiden. Um halt auch direkten Zugriff zu haben auf den Autofokus und natürlich die Aufnahme zu starten, haben wir den Handgriff von der C200 hier außen an dem Ronin 2 befestigt, was äußerst praktisch ist. So, die Shooting-Szenen sind jetzt im Kasten. Jetzt geht's weiter mit sozusagen den Aufbauszenen. Also wir drehen das Ganze chronologisch in einer anderen Reihenfolge, was ja bei einem Filmdreh durchaus üblich ist. Wir haben hier extra einen Kontrollmonitor aufgebaut, der per Funkstrecke mit dem Ronin 2 verbunden ist. So können wir halt direkt das Bild überprüfen und können direkt auch Eingriff nehmen in die Bildkomposition an der Stelle.
So, das war jetzt der erste von zwei Drehtagen. Wir haben jetzt gerade eben noch ganz gut gegessen. Davor haben wir alles noch zusammengeräumt. Sascha, dein Fazit zum ersten Drehtag? Ja, super. Wirklich alles gut geklappt. Das Wetter hat mitgespielt. Alle Beteiligten haben wirklich Vollgas gegeben. Ich glaube, wir haben schöne Szenen, schöne Aufnahmen. Das auch mit dem Rauch hat echt gut geklappt. Ja. Also. Genau, jetzt werden noch die Daten gesichert und dann geht es morgen früh um 10 Uhr weiter. Ja, guten Morgen und willkommen zum zweiten Drehtag. Heute sind wir im Atelier. Man sieht es auch hier so ein bisschen im Hintergrund. Hier bauen wir jetzt gerade das zweite Set auf, also das Set, in dem der Fotograf sein Studio hat, wo der Drucker auch steht. Wir werden gleich den Drucker hier die Treppe hoch bewegen müssen. Das wird eine ganz schöne Herausforderung. Mal schauen, wie das klappt. Denn ihr seht, der Drucker ist nicht gerade klein, hat eher die Größe von einem Klavier und nicht die Größe von so einem normalen Drucker. Wird gar nicht so einfach. Ich versuche jetzt gerade den Drucker für den Transport in eine andere Etage vorzubereiten. Das Monster wiegt ein paar Kilo. Also, ich freue mich. Also, wir sind jetzt gerade fertig mit dem Transport des Druckers. Auch für alle Leute draußen, die vielleicht im ersten, zweiten, dritten, zehnten Stock wohnen, wird es kein Problem sein, den Drucker zu demontieren und auch durch sehr, sehr schmale Treppenhäuser zu transportieren. Der Drucker ist jetzt aufgebaut und jetzt geht es natürlich darum, schöne Style-Shots von dem Produkt zu erstellen. Und da haben wir uns natürlich hier eine schöne Szene überlegt. Wir haben hier einen Türrahmen, dass man also den schönen Blick direkt mit dem Kameraslide direkt auf den Drucker hat. Und das bin ich jetzt gerade dabei einzustellen. So, kurz als Zwischenstand, wir sind jetzt fertig mit den ganzen Druckeraufnahmen, die haben wir jetzt alle fertig gemacht. Gerade eben haben wir jetzt noch die Stimme, also das Voice-Over aufgenommen, das haben wir in einem separaten Raum gemacht. Da haben wir dann mit zwei Kameras gleichzeitig aufgezeichnet, den Ton extern aufgenommen und das war es dann soweit mit den Stimmeaufnahmen. Jetzt geht es noch weiter mit Drohnenaufnahmen, da gehen wir gleich nochmal raus und filmen ein bisschen den Sonnenuntergang mit der Drohne. Wird, glaube ich, auch ganz cool. Weiter geht's. Sind alle im Kasten, der Dreh ist beendet. Ziemlich cool, ziemlich anstrengend. Wie geht's jetzt weiter, Sascha? Ja, das Material wird natürlich einmal umgewandelt. Wir haben ein RAW Light aufgenommen. Es wird einmal umgewandelt in ProRes 444, danach Color Grading in DaVinci und finaler Schnitt in Final Cut. Angedacht war ein White Paper für die Canon Image ProGraph Serie. Während der Arbeit daran ist uns allerdings aufgefallen, dass wir eine emotionalere Ansprache für unsere Zielgruppe der Porträtfotografen brauchen. Daraus ist dann dieser tolle Spot entstanden und zusätzlich ist auch noch alles mit Canon-Equipment realisiert worden. Ja, das fertige Video findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das gerne an und lasst mal Feedback da, wir sind sehr gespannt. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, das Making-of. Und ja, jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.